Die erste Frage auf unserem heutigen Test war eine sehr offene Frage, nämlich konfigurieren Sie einen spannungsgesteuerten Verstärker, so einfach oder kompliziert, wie Sie wollen. Und wenn ihr euch erinnert, haben wir das letzte Mal eigentlich nur oder fast nur verschiedene Arten von spannungsgesteuerten Verstärkern gemacht. Also ihr hättet quasi aus dem Vollen schöpfen können. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach quasi den einfachsten oder den ich am einfachsten finde in meiner offiziellen Auflösung. Und das ist die, die mit dem Vaktorol funktioniert. Kann sich ja doch erinnern, was dieses ominöse Vaktorol ist? Ja, das ist im Prinzip, der LDR verändert seinen Widerstand, wenn Licht drauf fällt. Ja, das ist ein LDR. Richtig, wenn ja. Für Licht drauf fällt, ist er wieder ohmig. Und ich tue damit quasi den Widerstand ändern, indem ich mit einer gewissen Beleuchtungsstärke drauf leuchte. Genau. Also der Knackpunkt ist, dass der Vaktorol ein entspannungsgesteuerter Widerstand ist. Und nachdem wir bereits vorher Verstärker kennengelernt haben, deren Verstärkungsfaktor über einen Widerstand definiert wird, kann ich natürlich, so wie ich diesen Widerstand, mit dem ich die Verstärkung einstelle, wenn ich den durch einen spannungsgesteuerten Widerstand ersetze, habe ich natürlich einen spannungsgesteuerten Verstärker. Und das letzte Mal habe ich keine Vaktorols dabei gehabt, weil ich diese Box da vergessen habe. Und jetzt habt ihr es schon gesehen, ich gebe dann da so weiter durch zur Anschauung. So schauen Vaktorols aus in aller Regel. Und in aller Regel einfach darum, weil ich habe das letzte Mal erwähnt, das ist mehr so ein Hack. Also wenn ihr auf DigiKey geht und nach Vaktorol sucht, vielleicht gibt es dort irgendwelche Bauteile. Aber in der Regel ist das mehr sowas, was Bastler selber machen. Und dann nimmt man irgendeinen Strohhalm oder so, steckt irgendwie auf der einen Seite eine Leuchtdiode rein, auf der anderen Seite einen Fotowiderstand und da tut man viel schwarzes Klebeband drüber, in dem Fall war es ein Isolierband, damit das gut luftdicht ist. Und das funktioniert hervorragend. Also, es gibt die Bauteile im elektronischen Instrument, es gibt aber nicht den Strohhalm. Also den müsstest du quasi selber besorgen. Wenn dann will ich das Ganze zumindest noch in schwarzen Heißkleber eingießen. Ja, du kannst es in schwarzen Heißkleber eingießen. Ich würde es eher in irgendwie am Epoxy oder so vergießen, wenn du wirklich möchtest. Also ich hab eine Variante da jetzt gefunden, die man machen kann, ohne dass man was nicht Empfindliches hat. Mhm. Man nimmt einen NTC und wickelt den mit konstantem Draht und tut das steuern. Genau, das ist im Grunde genau die gleiche Idee. Ein Draht aufheizen geht genauso. Mhm. Ja, also das ist das erste Ding. Und alle anderen Sachen, die wir gesehen haben, man hat andere Arten, das zu machen, aber viele Arten haben ähnlich funktioniert. Also wir haben gesehen, mit JFETs zum Beispiel kann man einen Transistor als quasi spannungsgesteuerten Widerstand verwenden und so weiter. Okay. Dann haben wir hier zwei Schaltungen, die haben wir das letzte Mal relativ früh gemacht. Und die erste Schaltung, das ist der Integrierer, aber natürlich habe ich gesagt, das ist ein Integrierer, aber man hätte jetzt irgendwie sagen sollen, wie die Kurvenform ausschaut und ein paar Stichwörter, was so die wichtigen Eigenschaften sind, so Schlagwörter. Und wenn ich irgendwo was ausfüllen muss und jemand fragt mich nach solchen Sachen, dann bin ich immer ein bisschen sauer, weil das so offen ist und man kann da irgendwie alles oder nichts, aber vielleicht gibt es ja ein paar Übereinstimmungen zwischen dem, was ihr euch gedacht habt, wie man das charakterisieren kann, und dem, was ich da geschrieben habe. Die Schaltung ist ein invertierender Integrierer. Also der Punkt liegt ja immer auf Masse, nicht? Virtuelle Masse und so. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine positive oder eine negative Spannung einstelle, fällt genau diese Spannung von dem Widerstand an den Widerstand ab. Das heißt, ich erzeuge hier einen Strom, der proportional zu der Spannung ist, die ich da reingebe. Dieser Strom fließt dann durch den Kondensator durch und lädt den Kondensator auf oder entlädt ihn und dadurch ändert sich der Spannungsabfall an einem Kondensator. Der ist ja immer proportional zu der Gesamtladung, die in der Vorgeschichte durch den Kondensator geflossen ist. Und so hat das dann eben eine integrierende Eigenschaft, aber natürlich invertierend. Wenn ich hier positive Spannung anlege, dann fließt der Strom in den Widerstand, also durch den Widerstand in die Richtung durch, fließt auch in diese Richtung durch den Kondensator, das heißt in dieser Richtung ist der Spannungsabfall und damit habe ich dann hier eine negative Spannung. Und das können wir hier auch sehen, solange ich quasi
hier eine positive Eingangsspannung habe, also über diesen gesamten Bereich, ja, sinkt die Spannung am Ausgang ab. Und je größer die Eingangsspannung ist, desto steiler ist dieses nach unten gehen des Ausgangs. Also bei der Spitze hier haben wir hier die steilste Stelle. Beim Nulldurchgang haben wir hier auch die Extremstelle. Was ist keine Parabel? Zwei Parabelstücke. Schaut aus wie ein Sinus, oder was? Meinst du? Es ist kein Sinus. Aus, aber wir können uns nachher gerne den Tech-Source-Code anschauen, weil diese Kurvenfunktionen, die wir hier sehen, die sind quasi, da steht eine Formel im Tech-Code, die dann den Funktionsgraphen plottet. Also wir können uns gerne im Anschluss. Also das ist eine stückweise definierte Polynomfunktion, weil ich natürlich hier meine. Es ist eine Parabel bis zu dem Umkehrpunkt. Genau. Die Pyramide, die Spitze. Also es ist das ist eine Parabel. Das hier ist eine Parabel. Das hier ist eine Parabel. Das hier ist eine Parabel und das hier ist eine Parabel. Das ist irgendwas zu x zu dritten eigentlich. Ja, wenn du das ableitest, kriegst du oben das raus. Naja, das weiß ich schon, dass man das dem naja, theoretisch so, wenn ich das ableite, das rausbekomme, dann muss das eine Parabel sein. Das ist der Umkehrschluss. Stückweise, das ist das wichtig, stückweise. Nicht? Also das hier ist eine Parabel. Die wird da irgendwie ganz anders weitergehen, aber das ist uns wurscht, weil da oben hören wir ja auf, da haben wir jetzt auf einmal, schalten wir um und sagen, oh nein, wir wollen wieder in die andere Richtung gehen. Und das heißt, das ist eine Parabel. Weil da haben wir nichts, wo sich ändert. Aber hier haben wir wieder so einen Knick. Und so wie wir hier einen Knick haben, heißt das, wir haben hier ein neues Parabel. Das muss eine stückweise Polynomfunktion, also stückweise definierte Polynomfunktion zweiter Ordnung sein. Wir können im Tech-Code nachschauen, ob es wirklich eine ist, weil das eben nicht irgendwie ein Bild ist, sondern wirklich im Text, so dass die Formel steht, die das erzeugt. Gut, was habe ich dann noch für Stichwörter? Wir haben also invertierende Integrierer, so viel wissen wir. Letztes Mal gesagt, er filtert hohe Frequenzen raus und verstärkt tiefe Frequenzen. Und wir haben gesagt, der Gleichanteil im Eingangssignal ist kritisch. Wir haben gesagt, wenn ich quasi einen Integrierer null hineinschicken möchte und stattdessen schicke ich irgendwie konstant eine ganz kleine negative Spannung hinein, dann wird man der Ausgang abbiegen früher oder später, weil ich halt lade und lade und lade und lade und er bleibt halt nicht so konstant. Also von daher ist das zwar eine sehr nett, weil es wirklich am besten herankommt an diese Eigenschaft von einem idealen Integrierer, aber in der meisten Schaltung will ich gar keinen idealen Integrierer, sondern ich will irgendwas, was eine eingebaute Vergessensfunktion hat. Und wenn ich lang genug was anlege, was in einer ersten Näherung gut null ist, dann soll der Ausgang irgendwann auch mal auf null gehen, damit man dann anfangen kann, von dort wieder wegzuarbeiten. Und dann sind wir natürlich nicht mehr auf einem idealen Integrierer, sondern auf etwas komplizierterem. Wenn ich einen idealen Integrierer habe, dann habe ich das Problem, dass die Gleichanteile kritisch sind. So. Und das hier ist das krasse Gegenstück dazu, das ist jetzt der Differenzierer. Und gleiches Eingangssignal, aber wenn ich das jetzt differenziere, dann sehe ich hier, okay, da habe ich eine konstante positive Steigung. Das heißt, weil das invertierend ist, habe ich am Ausgang einen konstanten negativen Wert. Und so wie ich hier diesen Knickpunkt habe und jetzt nach unten gehe, habe ich hier eine konstante negative Steigung. Und weil das Ding invertierend ist, habe ich einen konstant positiven Ausgang. Und wenn ich wieder den Knickpunkt habe und wieder nach oben gehe, konstant positive Steigung, also konstant negativer Ausgang. Und hier ist irgendwie so alles genau umgekehrt zu dem, was das drüben ist. Der Differenzierer, der verstärkt jetzt hohe Frequenzen, der filtert tiefe Frequenzen. Und wegen dem, also wegen dem Verstärken von den hohen Frequenzen, ist hier Rauschen im Eingangssignal ein Problem. Weil quasi das Rauschen, da kann ich die Frequenz, die ich mir anschaue, beliebig hoch wählen, ich werde immer irgendwas sehen. Also wenn ich da jetzt sage, je höher die Frequenz, desto stärker wird das verstärkt, dann werde ich nach dem Bild irgendwann einfach nur noch das Rauschen verstärken und das wird mein gesamtes Ausgangssignal dominieren. Das heißt, möchte ich in der wirklichen Welt einen Differenzierer bauen, dann werde ich den auch nicht so bauen, sondern ich werde das irgendwie kombinieren mit etwas, das eine tiefpassfilternde Eigenschaft hat, sodass die hohen Frequenzen nicht eine Rolle spielen. Und dann kann ich sinnvoll sagen, ich differenziere hier, aber dann bin ich natürlich kein idealer Differenzierer mehr, sondern eben einer mit dieser Zusatzklausel. Differenzieren von Frequenzen kleiner als einen gewissen Schwellenwert und ignorieren von Frequenzen, die höher sind.
Gut, und heute werden wir im Wesentlichen diese Dinge hier weiter vertiefen, dieses Arbeiten mit Frequenzen und dem Filtern von Signalen, dass ich eben gesagt von allen Frequenzen, die im Signal drinnen sind, interessiert mich die eine oder andere Frequenz und nur die möchte ich jetzt zum Beispiel sehen oder ich weiß, da ist eine störende Frequenz, die möchte ich rausnehmen. Dazu werden wir uns heute quasi einige Grundlagen in dieser Richtung erarbeiten. Das heißt, wir werden uns einfache Filterschaltungen anschauen, wir werden uns Kapazitäten noch einmal genauer anschauen, wir werden uns Induktivitäten anschauen, die jetzt neu sind, wir werden sehen, die sind nicht, also sie sind den Kapazitäten insofern ähnlich, als dass sie quasi in jeder Hinsicht genau anders sind. Und wenn man sich das gemerkt hat und weiß, wie eine Kapazität funktioniert, dann kann man einfach alles umdrehen und dann weiß man, wie die Induktivität funktioniert. Und das ist alles ein bisschen eine Vorbereitung auf das nächste Mal, weil wir das nächste Mal die komplexen Zahlen kennenlernen werden. Und ich hoffe, ich schrecke niemanden ab mit diesem furchtbaren Wort komplexen Zahlen. Nennen wir sie lustige Zahlen oder nennen wir sie Zahlen, mit denen man hervorragend spektakuläre, coole Sachen machen kann. Und ich werde versuchen, das nächste Mal ein bisschen auch eine Einführung in das Rechnen mit komplexen Zahlen zu geben. Und ich hoffe, dass ich dann nicht die langweile, die eh schon mit komplexen Zahlen rechnen kann. Gut, aber heute brauchen wir noch keine komplexen Zahlen, heute erarbeiten wir uns alle Grundlagen. Heute werden wir auch ein bisschen, also die Sachen, die wir heute machen, haben auch ein bisschen diese Nebenfunktion, dass wir alle ein bisschen darunter leiden sollen, damit dann das nächste Mal die komplexen Zahlen eine Lösung sind, wenn man sieht, dass es damit einfacher geht. Und ich hoffe, dass das dann, dass ich trotzdem gleich sich das schaffe, dass es heute spannend und nicht abschreckend ist. Gut.